Ahoi Matrose, willkommen wieder bei Red Dead Redemption und ich habe mir auch ein bisschen rumgeschippert hier. Ja, ich habe herausgefunden, es gibt auch Boote. Ich habe einfach mal so ein kleines Boot überfallen, bin da hingerudert und ja, so ein kleines Dampfboot. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man noch größere Schiffe wie dieses hier entern? Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal davor hinfahre. Macht er mich kaputt? Kann ich ihn abdrängen? Kann er mich zum Kentern bringen? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. In diesem Wasser ist es gefährlich. Es gibt Krokodile. Steh. Schnell wieder am Boot. Huppala. Er hat mich. Oh, ich kenter. Oh. Oh. Nein. Pfui. Ha, ich kann raufklettern. So, jetzt ist die Frage. Kann man es entern? Nein. Schade. Dann war es wohl gerade das einzige Boot, was ich hatte. Alle anderen kann man wohl nicht entern. Wo fährt er denn jetzt eigentlich mit mir hin? Hier ist am, glaube ich, schon Ende der Welt. Ich weiß es nur noch nicht so richtig, aber ich denke mal. Jetzt schippert er mit mir. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben, wenn ich wieder zurück wäre an Land. Aber es ist sehr interessant herauszufinden, dass man mit Schiffen fahren kann. Also, sagen wir mal, es gibt Ruderboote, Kanus und sogar kleine Motorboote gibt es auch. Sehr interessant. Ja, ich schipper jetzt hier noch ein bisschen umher. Bin mal gespannt, wo er hinfährt. Anything button.